So, hallo. Wir haben ja unsere neue Sommertour gestartet, alle nach ihrer Fasson, wo wir mal gucken wollen, wie kann selbstbestimmtes Leben in Berlin aussehen und was ist wichtig dafür. Als allererste Station habe ich hier, durfte ich hier zu Gast sein bei Lambda. Und Kai-Alexander Zepp ist auch hier, der jetzt schon sich eine Stunde, über eine Stunde für uns Zeit genommen hat und wir ein sehr tolles Gespräch hatten. Was ist Lambda eigentlich? Vielleicht wirst du es kurz erklären. Das Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V. Ist ein queerer Jugendverein, der seit 1990 sich einsetzt für als politisches Sprachrohr für queere Jugendliche, als Anlaufstelle für queere Jugendliche und halt eben verschiedene Angebote hat. So haben wir zurzeit sechs offene Jugendgruppen mit verschiedenen Ausrichtungen, ein offenes Jugendcafé, was zweimal die Woche offen hat und zwei größere oder drei größere Jugendprojekte. Einmal ein Projekt, was sich um Intersektionalität dreht. Dann haben wir Queer at School. Das ist ein Projekt, was mit Menschen, die beschult werden, zusammenarbeitet und da Antidiskriminierungsworkshops anbietet. Und das Projekt, was über unseren Bundesverband läuft, aber bei uns ansässig ist, In and Out, was deutschlandweit Chatberatung, E-Mail-Beratung, Telefonberatung und vor Ort hier auch persönliche Beratung anbietet. So, in Berlin gab es ja schon immer den Spruch, alle nach ihrer Fasson und auch, dass sie nach dieser Fasson glücklich werden sollen. Was ist denn aus eurer Sicht im Augenblick wichtig, um selbstbestimmt leben zu können? Das ist vor allem an erster Stelle erstmal Selbstbestimmung. Dadurch, dass wir ein Jugendverein sind und Jugendliche erst ab einem gewissen Alter oder junge Menschen erst ab einem gewissen Alter über sich und ihren eigenen Körper und ihren Aufenthalt und Ähnliches bestimmen dürfen, wäre es für uns wichtig, dass halt eben unsere queeren Jugendlichen nach ihrer Fasson glücklich werden, indem sie halt auch Rechte bekommen für sich und ihren eigenen Körper, ihre Identität selbstbestimmt und halt eben auch fremdunterstützt an dieser Stelle leben zu können. Also sprich Diskriminierung, die erlebt wird, auch von Menschen, die halt eben selber nicht der diskriminierten Gruppe angehören, da Aktionen ergriffen werden, um halt Diskriminierung zu unterbinden, wie zum Beispiel von Eltern, von Lehrpersonal, von BetreuerInnen, von Menschen auf der Straße, von FreundInnen, von Bekannten. Also halt da ist jede Person gefragt. Und was wären dann so konkrete Maßnahmen, die jetzt, oder sich Lambda auch wünschen würde von der Politik oder von uns als grüne Partei, wo wir uns mehr hinterherklemmen sollten oder weiterhin stark klemmen sollten? Auch da gibt es ein breites Spektrum. Zum einen wäre das Zugang zu Räumen für queere Organisationen. Also halt nicht nur wir, sondern halt eben auch viele andere Organisationen sind ja gerade stark auf der Suche nach Räumlichkeiten. Sprich da halt eben auch nochmal zu schauen, was gibt es für stadteigene oder bundeseigene Liegenschaften? Wie werden die gerade genutzt oder werden die vielleicht gar nicht genutzt? Könnten das halt eben sich ein Verein oder mehrere Vereine teilen? Das wäre halt eine Möglichkeit. Dann wäre es wichtig, endlich an das TSG ranzugehen, das zu reformieren, beziehungsweise am liebsten sogar aufzulösen und halt eben ein Personenstandsrecht einzuführen, was halt eben sich an alle Menschen richtet, nicht nur an cisgeschlechtliche Menschen. Dass die dritte Option weiter auf den Weg gebracht wird und halt eben auch da zu einem guten Ende geführt wird, die halt eben möglichst vielen Menschen möglichst viel Freiheit bietet und halt eben nicht wieder nur eine Kategorie, in die halt Menschen zwangseingruppiert werden. Ganz kurz für alle, die das TSG nicht kennen. Das TSG ist das Transsexuellengesetz. Da geht es um die ganzen Regelungen, was man alles durchlaufen muss. Im Augenblick aus unserer Sicht sehr viele zu große Hürden, um auch sein Geschlecht ändern zu können, dass das angegriffen wird. Kai, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass wir kommen durften. Und jetzt geht es bei uns weiter und wir schwitzen noch ein bisschen durch den heutigen Tag. Bis denn. Dann auf Tschüss. Wiedersehen.